Willkommen zur Kurzvorstellung des neuen OPSI Release 407. In diesem Release haben wir neben einer Fülle von anderen Neuerungen als Highlights die Unterstützung von neuen Serverversionen als OPSI Server, eine Reihe von überarbeiteten OPSI Komponenten, das Management-Interface, das Boot-Image zur Unterstützung neuer aktueller Hardware. Im Client-Agent haben wir einen neuen Kiosk-Client, eine neue Basiskomponente und einen erneuerten Script-Interpreter. Die Funktionen aus dem Script-Interpreter dienen vor allen Dingen auch der Verbesserung beim Konfigurationsmanagement. Und das wiederum trägt zur Verbesserung der Unterstützung des OPSI Linux Supports mit bei. Und gerade hier haben wir nicht nur weitere aktuelle Releases in der automatischen Installation und in dem Konfigurationsmanagement drin, sondern wir erlauben auch jetzt 15 Freistarts von dem OPSI Linux Client Agent. Doch dazu später mehr. Schauen wir uns die einzelnen Highlights mal kurz ein bisschen näher an. Ab OPSI 4.0.7 können Sie OPSI betreiben, auch auf Ubuntu 16.04 Xenial sowie /11 SP4 und /12 SP1. Darüber hinaus natürlich noch eine Fülle anderer Distributionen, die Sie bei uns in der Support-Matrix bzw. in den Release-Notes sich anschauen können. Das Management-Interface hat auch eine Fülle von Erweiterungen bekommen. Hier vielleicht schnell mal erwähnenswert die Überarbeitung der Wake-on-LAN-Funktion. Sie können jetzt Rechner nicht nur direkt wecken, sondern auch über einen Planer zeitgesteuert wecken und das auch nicht nur am Config-Server, sondern auch remote an einem Depot-Server. Im Bereich der Properties haben wir dafür gesorgt, dass Passwörter normalerweise nicht mehr sichtbar sind, wenn ein Property das Wort Passwort oder Secret enthält, werden die entsprechenden Werte versteckt angezeigt und nur auf Anforderungen sind sie sichtbar und bearbeitbar. Auch im Bereich der Gruppenbearbeitung gibt es eine Fülle neuer Menüpunkte, so dass das Arbeiten mit dem Config-Add insgesamt wieder ein Stück einfacher wird. Der OPSI Client Agent ist auch mit etlichen Neuerungen versehen. Wir haben einen neuen Kiosk-Client, wir haben die Probleme bei der Installationsreihenfolge, die wir im letzten Release hatten, inzwischen behoben. Und der Script-Interpreter hat eine ganze Reihe neuer Funktionen, die im Wesentlichen unterstützen beim Konfigurationsmanagement und beim Umgang mit dem OPSI Web Service und damit komplexere Ablaufsteuerungen ermöglichen. Zu nennen sind hier insbesondere die Funktionen zum Handling der JSON-Ausdrücke, die mit dem Webservice kommen, die man hier jetzt gut zerlegen und neu zusammensetzen kann, sowie weitere Funktionen zur Prozesssteuerung, die es eleganter ermöglichen, Skripte oder auch Prozesse zu starten. Es gibt einen neuen Kiosk-Client, der löst den bisherigen webbasierten Kiosk-Client ab.
Dieser ermöglicht ein deutlich schnelleres und komfortableres Umgehen mit einer größeren Anzahl von freigegebenen Gruppen und freigegebenen Applikationen. Wir haben schnell hier den Zugriff auf entsprechende Produktdetails, Abhängigkeiten. Wir können hier die Action-Requests setzen und auf diese Art und Weise wird das Arbeiten mit dem Kiosk-Mode auch bei großen Freigabezahlen erheblich komfortabler. Last not least haben wir den OPSI Linux Support massiv ausgeweitet. Das heißt, auch bisher war es ja schon möglich, Linux-Systeme automatisiert zu installieren. Das haben wir ausgebaut. Aber um diese frisch installierten Linux-Systeme auch automatisiert konfigurieren zu können, erlauben wir ab OPSI 4.0.7 15 Freistarts unseres OPSI Linux Client Agent. Da bringen wir auch Beispielprogramme mit, die zeigen, wie man das nutzen kann. Zum Beispiel haben wir das Produkt L-OPSI Server, das es Ihnen erlaubt, auf einem frisch installierten Linux direkt die OPSI-Pakete zu installieren, um aus dieser Maschine einen OPSI-Server zu machen. Wenn Sie darüber hinaus den Linux Agent dauerhaft als Konfigurationsmanagement-Werkzeug verwenden wollen, dann kommen wir Ihnen mit 4.0.7 auch preislich entgegen, weil die Erweiterung zum Linux Support jetzt nur noch lizenziert werden muss für die tatsächliche Anzahl der genutzten Linux Agents, Linux Clients. Ja, für weitere Informationen empfehle ich Ihnen einen tiefen Blick in unsere ausführlichen Release Notes. Wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren der Neuerungen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.